Also, ich begrüße jetzt gleich auf der Bühne Christian Zartlokal aus Hildesheim, ein sehr guter Gitarrist, den ich schon eine Weile lang kenne und vielleicht auch manche von euch. Er ist nicht nur Gitarrenlehrer, sondern auch ein Experimentator, ein Soundwanderer. Er wandert wirklich durch verschiedene Sphären und durch verschiedene Welten, die ihr heute auch zu hören bekommen werdet. Dann komm doch mal zu uns auf die Bühne. Christian Zartlokal! Und dann kommt dazu, wie ihr schon hier sehen könnt, der Percussionist oder der Geräuschemensch des heutigen Abends, der auch in vielen anderen Instrumenten sehr gut ist. Es ist Sven Weider. Und Sven tritt auch manchmal hier nebenan im Kult auf, Tasten in der Finsternis, alles ist dunkel und er macht Musik. Und die Leute können es nur wahrnehmen. Und er macht auch viele andere Musikprojekte. Ich freue mich, dass er heute auch mit dabei ist. Die beiden, habt ihr schon mal zusammen gespielt? Ja, ja. Genau. Die beiden improvisieren zu den Texten von den Künstlerinnen und Künstlern, die uns treiben. Und jetzt hören wir eine Kurzgeschichte, einen kurzen Eindruck aus dem Leben eines jungen Mannes, der sich mutig aufmacht, sein erstes Date zu organisieren. Und ganz kurz vielleicht so, bei Frithjof Tegmeier habe ich erst an diese Kneipe gedacht. Kennt ihr diese Kneipe Tegmeier noch? Gibt es die noch? Nein. Die ist da bei dem bei der Haifischbar um die Ecke gewesen, meine ich. Ah, okay, gibt's sicher. Bist du mit denen verwandt, Frithjof? Nee, doch. Dein Vater und Kneipenbesitzer. Okay, und Frithjof und sein Kumpel Jonas, den wir auch noch heute sehen werden, treten auf im Fernsehen. Wir haben nämlich hier in der Region einen wahnsinnig bekannten Regionalsender, einen Fernsehsender, vielleicht kennt ihr den, der heißt TV38. Und da haben Frithjof und Jonas eine wunderschöne Lesesendung initiiert, auf den Punkt gebracht, heißt die. Und da könnt ihr ihre Geschichten und noch viel mehr ihrer Geschichten auch noch sehen. Und in der ersten Folge auch einen Teil des Publikums hier, glaube ich. Also, herzlichen Applaus für Frithjof Tegmeier. Ja, danke, danke schön. Ich freue mich. Ja, vor euch zu stehen und zu lesen ein bisschen. Die Geschichte ist vielleicht ein bisschen plumper als jetzt die ihr eben gehört habt, aber dafür auch ein bisschen witzig, hoffe ich. Mal gucken. Und ich möchte gar nicht zu viel verraten. Wie gesagt, Claudi hat ja schon ein bisschen was erzählt. Geht halt um ein erstes Date und was eventuell alles schief gehen kann davor und dann dabei. Ja, können wir einfach mal. Das erste Date. Nein! Schrie ich, als ich meine zukünftige Freundin Emma tot vor mir liegen sah. Eigentlich hatte ich nie vorgehabt, sie umzubringen, aber aus der Situation heraus bot sie mir keine andere Möglichkeit. Sie hatte mich quasi dazu gezwungen, ihr Leben zu beenden, aber fangen wir vorne an. Als ich mich für mein allererstes Date mit Emma vorbereitete, wusste ich, dass ich alles im Vorfeld durchplanen musste. Nichts durfte schiefgehen. Also schrieb ich mir einen Ablaufplan, den ich während des Dates tunlichst einzuhalten versuchte. Erstens Sex, zweitens Begrüßung, drittens Sex, viertens Kuss, fünftens Reden, sechstens Sex. Voller Stolz schaute ich auf meinen Plan, wobei ich mir im Nachhinein dann doch unsicher war, ob man beim ersten Date gleich dreimal den Geschlechtsakt vollführen sollte. Um mich abzusichern, besuchte ich die Website gutefrage.net und hoffte dort auf eine Antwort. Ich loggte mich mit meinem Account greenl83 ein und wählte eine kurze,
aber meines Erachtens sehr treffende Überschrift. Wie oft Sex beim ersten Date? Nach wenigen Sekunden Wartezeit folgte direkt eine Antwort von Motherfucking Fuckfucker 3000. Du Opfer. Ich verstand seine Aussage nicht und hakte nach, was genau er meinte. Green L 83. Also ich bin noch unter keiner Lawine begraben und wurde auch noch nicht durch eine kultische Handlung auf einem Altar verbrannt. Was genau meinst du? Motherfucking Fuckfucker 3000. Junge, keine Ahnung, was du da laberst. Wenn du wen vögeln willst, dann geh in den Puff. Green L 83. Also mit meinem Date dann zusammen? Motherfucking Fuckfucker 3000. Jo, und nimm am besten noch ihre Mutter mit. Green L 83. Oh, das mit der Mutter könnte schwierig werden. XX Rainbow Unicorn 23 XX schaltete sich ins Gespräch ein. Hey, also eigentlich hat man beim ersten Date nicht unbedingt Sex, es sei denn, es ist ein ONS. Ich zum Beispiel habe es lieber, wenn man es langsam angeht. Freut mich erstmal. Was sollte denn ONS bedeuten? Fragte ich mich, öffnete einen neuen Tab und suchte den Griff über meine Lieblingssuchmaschine DuckDuckGo. Der erste Eintrag gab mir schnell zu verstehen, dass ONS eine Abkürzung für den Begriff Orthonormalsystem ist. Ich fing an zu lesen. In der linearen Algebra bezeichnet man als Orthonormalsystem ONS eine Untermenge eines Inproduktraums, das heißt eines euklidischen Vektorraumes oder eines Hilbertraumes, deren Elemente ein Orthogonalsystem bilden, das heißt zueinander orthogonal sind und die Norm 1 haben. Eine solche Teilmenge ist linear unabhängig. Jedes Orthonormalsystem kann zu einer Orthonormalbasis erweitert werden. Diese nennt man im Hilbertraum auch vollständiges Orthonormalsystem oder Hilbertbasis. Mein Kopf rauchte. Ich verstand kein Wort von dem, was ich da gerade gelesen hatte. Und wenn man mit den Mädchen darüber redet, wollen sie mit einem Geschlechtsverkehr haben? Das ergab für mich genauso wenig Sinn wie die Geschichte von Transformers The Last Night. Aber ich vertraute der Gute-Frage-Community und lernte schnell den kompletten Text auswendig, um diesen meinem Date im richtigen Moment aufzutischen. Danach fing ich an, meinen Date-Ablaufplan mit meinen neuen Kenntnissen aufzuarbeiten. Erstens Begrüßung, zweitens Reden, drittens erste Berührung, viertens ONS-Erklärung, fünftens Kuss, sechstens Sex. Ja. So sollte es passen. Erfreut über diesen perfekten Plan blickte ich auf die Uhr. Sofort verschwand die Freude aus meinem Gesicht, denn es war bereits 15 Uhr. Um 4 wollte ich mich mit Emma beim Café Fräulein Wunder in der Braunschweiger Innenstadt treffen. Schnell lief ich ins Bad und sprang unter die Dusche. Als ich fertig geduscht hatte, wollte ich mich um meine Behaarung kümmern. Im Internet hatte ich mich bereits darüber informiert, dass die Mehrheit der Frauen einen behaarten Wegweiser zum besten Stück ziemlich sexy finden. Dementsprechend nahm ich mir meinen Rasierer zur Hand und rasierte mir aus meiner Schambehaarung einen schönen Pfeil, der direkt auf mein stattliches Gesicht zeigte. Jetzt kann die nächste Dame meines Lebens ihr Ziel auf jeden Fall nicht mehr verfehlen, sagte ich voller Stolz zu mir selbst. Und da ich jetzt sowieso schon den Rasierapparat zur Hand hatte, fing ich auch direkt an, mir den Bart zu stutzen. Eigentlich hatte ich vor, mir einen geschmeidigen Schnäuzer zu rasieren. Allerdings gab der Rasierer auf der Hälfte des Weges seinen Geist auf. Sich vorher durch meinen unteren Urwald zu mähen, hat ihm wohl die letzten Kräfte gekostet. Als Two-Face wollte ich mich aber nun auch nicht zu meinem Date. Schließlich wollte ich der lieben Emma ja keine Angst machen. Also entschied ich mich dazu, meinen Bart mit meinem Nassrasierer komplett abzurasieren. Mein Alter änderte sich damit zwar schlagartig von 18 auf 12, aber gut. Lieber sehe ich zu jung aus als viel zu alt, dachte ich mir und machte mich zum Schluss noch daran, meine Frisur zu stylen. Normalerweise trug ich ja immer grüne Caps, aber das fand ich für ein erstes Date zu unseriös. Also durchstrubbelte ich gefühlt 20 Minuten meine Haare, kämmte sie nach rechts, nur um sie dann wieder nach links zu streichen. Doch als ich schon fast aufgegeben hatte und mit einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit meine vorderen Haare mit der Hand nach oben strich, war sie da. Ein bisschen durcheinander und vorne hoch gestylt, die perfekte Frisur. Damit diese sexy Frise aber auch den ganzen Abend einen festen Halt hatte, sprühte ich noch eine Dekoladung 3-Wettertab daran. So sollte selbst bei Regen oder Sturm die Frisur sitzen. Also zumindest laut der letzten Werbung, die ich gesehen hatte. Ich blickte erneut auf die Uhr. Oh Gott,
Es war bereits 3:30. In 4 Minuten musste ich an der Straßenbahnhaltestelle sein. Unter Stress schnappte ich mir schnell meine Jacke und meine Einwegkamera, da man nie weiß, wann einem das nächste Fotomodell über den Weg läuft, und lief los. Als die Haltestelle in meinem Blickfeld auftauchte, stand die Bahn bereits da. Ich legte den schnellsten Sprint meines Lebens ein, lief zur noch stehenden Tram und drückte auf den Knopf zur öffnenden Tür, aber sie blieb zu. Ich versuchte es erneut, drückte voller Panik wie ein Wilder auf den Knopf, hämmerte gegen die Tür, doch es geschah nichts. Durch das Fenster konnte ich sehen, wie der Fahrer der Bahn hämisch grinste. Arschloch, rief ich ihm voller Wut zu. Das läutende Geräusch der Straßenbahnhupe ertönte und die Tram setzte sich langsam in Bewegung. In meinem Kopf schossen wilde Gedanken durch die Gegend. Wenn ich beim ersten Date zu spät komme, dann war's das. Dann kann ich Emma gar nicht mehr in die Augen blicken. In meiner Panik sah ich nur noch eine Möglichkeit. Ich musste auf das Dach der Bahn. Ohne weiter darüber nachzudenken, sprang ich mit einem Satz auf das Geländer und von dort auf das Dach der Haltestelle. Dann nahm ich all meinen Mut zusammen, lief an und sprang in hohem Bogen auf das Dach. Mit all meinen Kräften klammerte ich mich daran fest. Der Wind peitschte mir um die Ohren. Meine Haare wurden durchgewirbelt. Ich schrie. Durch den gewaltigen Fahrtwind konnte ich meine Augen nicht öffnen und meine Fingerkuppen rutschten langsam immer weiter vom Dach ab. Lange würde ich mich nicht mehr festhalten können. Hoffentlich nur noch ein paar Meter bis zur nächsten Haltestelle, dachte ich verzweifelt. Ich mobilisierte meine letzte Kraftreserve und gab einen letzten lauten Schrei von mir. Dann kam die Bahn endlich zum Stehen. Völlig erschöpft und super erleichtert sprang ich vom Dach hinunter und begab mich ins Innere der Tram, um die weitere Fahrt ganz normal anzutreten. Ich suchte einen Platz, setzte mich hin und blickte zum Fenster, in dem ich meine Spiegelung betrachten konnte. Oh mein Gott, meine Haare sahen aus wie die von Albert Einstein an einem Bad Hair Day. Kein einziges Haar saß mir dort, wo es sein sollte. Von wegen ob Regen oder Sturm, da kann sich Schwarzkopf schon auf einen saftigen Beschwerdebrief von mir gefasst machen, dachte ich und versuchte an meiner Frisur noch zu retten, was ging. Als ich damit fertig war, ähnelte es einer normalen Albert Einstein Frisur, damit konnte ich leben. Doch als ob ich an diesem Tag nicht schon genug vom Schicksal gebeutelt worden wäre, stieg an der nächsten Haltestelle ein Obdachloser ein. Bitte setz dich nicht neben mich, bitte setz dich nicht neben mich, betete ich leise vor mich hin, doch es half nichts. Mit einem lauten Ausatmen ließ sich der Obdachlose auf den Sitz neben mir fallen. Ein Geruch von Urin, Alkohol und Schweiß stieg in meine Nase und trieb mir die Tränen in die Augen. Zu allem Überfluss schien dieser auch nicht gut geschlafen oder zu viel getrunken zu haben, denn prompt nutzte er meine Schulter als bequemes Kissen aus und legte seinen Kopf auf ihn nieder. Saba quoll aus seinem Mund und landete tropfenweise auf meinem frisch gewaschenen grünen T-Shirt. Nein, nein, das hielt ich nicht aus. Ich schubste den Obdachlosen von mir. Allerdings schien ich meine Kräfte etwas unterschätzt zu haben, denn dieser flog rücklings gegen den Stuhl auf der anderen Seite, knallte mit dem Kopf gegen eine Stange und fiel bewusstlos zu Boden. Die anderen Fahrgäste schauten mich entgeistert und Kopfschütteln an. Das war Notwehr, stammelte ich und hielt nun einen Rückzug für die beste Idee. Ich verließ schnell die Bahn an der nächsten Haltestelle und trat den letzten Weg zu Fuß an. Zum Glück war es nicht mehr allzu weit. Eigentlich musste ich nur noch über die Straße und dann rechts in die Pestalozzi-Straße einbiegen. Das sollte ich pünktlich schaffen. Die Straße konnte über einen Zebrastreifen passiert werden und ich ging wie immer, ohne zu schauen darüber, da ich als Fußgänger laut Straßenverkehrsordnung auf einem Zebrastreifen Vorfahrt habe. Doch als ich gerade die Hälfte des Fußgängerüberweges überquert hatte, hörte ich auf einmal ein lautes Hupen und quietschende Bremsen. Ich spürte die harte Stoßstange eines PKWs an meinen Kniekehlen und thronte plötzlich auf der warmen Motorhaube eines Audi A6. Ich blickte in die Fahrerkabine und winkte dem Fahrer freundlich zu. Dieser schien allerdings nicht sonderlich erfreut zu sein, dass ich es mir auf seiner Motorhaube bequem gemacht hatte und gab mir durch lautes Rufen und unverständlichem Rumgebrülle zu verstehen, dass er doch gerne weiterfahren würde und ich mir eventuell einen anderen Sitzplatz suchen könnte. Ich verstand die ganze Aufregung nicht, immerhin hätte er mich ja fast überfahren, allerdings hatte ich jetzt auch keine Lust auf Stress und musste ja auch an meinen Zeitplan denken. Also rief ich dem Fahrer ein, bis zum nächsten Mal, zu, stand auf und traf dann endlich beim Café Fräulein Wunder ein. Emma war nirgends zu sehen. Ich schaute auf die Uhr. Es war 16.02 Uhr. Eigentlich wollten wir uns um 16 Uhr treffen. Ihr wird doch wohl nichts passiert sein, sorgte ich mich und nahm schnell mein Smartphone zur Hand, um ihre Nummer zu wählen. Es tutete einmal, zweimal, dreimal, viermal.
Nach dem 9. Mal wollte ich gerade verzweifelt auflegen, doch in diesem Moment hörte ich an der anderen Leitung eigentlich ein verschlafenes. Ja? Hey, antwortete ich freudig erregt. Du, wir wollten uns doch heute beim Café treffen. Wo bist du denn? Ach Mensch, Emma klang etwas erschrocken. Tut mir leid, ich hab geschlafen. Ist es okay, wenn ich erst in einer halben Stunde komme? Ja, na klar, mach dir mal keinen Stress, antwortete ich ihr gespielt freundlich. Genervt drückte ich auf den roten Hörer und legte auf. Na toll, all der Stress umsonst. Ich überlegte, was ich die restliche Zeit noch tun könnte. Da fiel mir ein, dass ich noch kein Foto von Emma bei mir zu Hause in der Wohnung hängen hatte. Für meine erste Freundin hatte ich ihr extra einen DIN A1 großen Bilderrahmen besorgt, der mit einem hübschen Foto von ihr über meinem Bett aufgehängt werden sollte. Aber fragen wollte ich sie beim ersten Date nun auch nicht. Da kam ich mir irgendwie komisch bei vor. Vielleicht gab es ja die Möglichkeit, während des Treffens heimlich ein Foto von ihr zu schießen. Ich überlegte und dachte nach und überlegte. Und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Die Einwegkamera. Wenn ich die als... Ja, so könnte es klappen. Doch vorher wollte ich austesten, ob der Plan auch wirklich funktioniert. Ich holte meine Einwegkamera heraus, hielt sie mit der Rückseite an mein Ohr und fing an zu telefonieren. Ja? Hallo? Ach, Mario, mein Bester. Ja, pass auf. Es geht um die Rohre. Ja, ganz großes Problem. Da kommen zurzeit immer wieder fleischfressende Pflanzen raus und die beißen mir immer in den Allerwertesten, wenn ich auf der Toilette sitze. Und du bist doch Klempner. Könntest du da vielleicht was machen? In diesem Moment ging ein telefonierender Passant direkt an mir vorbei und ich drückte auf den Auslöser. Knips. Der Passant blieb verdutzt stehen, beendete das Gespräch am Telefon und schaute zu mir. Sagen Sie mal, da haben Sie mich da gerade fotografiert? Ich blickte ihn an. Was, ich? Nein, ich telefoniere gerade. Haben Sie mich denn fotografiert? Fragte ich zurück. Wie? Nein, erwiderte der Passant. Wieso sollte ich Sie denn fotografiert haben? Ich habe doch gerade telefoniert. Ja, ich doch auch, erwiderte ich ebenfalls. So ein Quatsch. Sie haben doch da ein Fotoapparat in der Hand. Er zeigte säuerlich auf meine Einwegkamera. Nein, nein, antwortete ich und schüttelte den Kopf. Das ist ein Telefon. Ich habe gerade doch mit meinem Klempner telefoniert. Wollen Sie mich für dumm verkaufen? Meckerte der Passant mich an. Wollen Sie mich für dumm verkaufen? Konterte ich und zeigte auf sein Smartphone. Sie haben doch dort eine Kamera. Bitte was? Der Passant konnte nicht glauben, was er da hörte. Das ist ein Smartphone. Ach so? Und hat der Smartphone keine integrierte Kamera? Fragte ich nach. Ja, doch schon, aber... Also, haben Sie mich gerade fotografiert? Das ist ja ganz schön unverschämt, ohne zu fragen. So ein Blödsinn. Ich habe kein Bild von Ihnen gemacht, ich habe nur telefoniert. Sie sind derjenige, der ein Bild von mir gemacht hat. Das ist ja wohl eindeutig ein Fotoapparat und kein Telefon, was Sie dort in der Hand halten, antwortete der Passant etwas genervt. Gut, es ist ein Fotoapparat, bestätigte ich. Aber so wie Ihr Smartphone eine integrierte Kamera hat, kann mein Fotoapparat auch ein integriertes Telefon besitzen, oder nicht? Also, theoretisch schon, aber ich unterbrach den Passanten. Ah, na sehen Sie, glauben Sie, ich stelle mich mit meinem normalen Fotoapparat an die Straße und tue so, als würde ich telefonieren? Das wäre doch nun wirklich bescheuert. Also, stammelt der Passant. Können wir uns also darauf einigen, dass keiner ein Foto gemacht hat und wir beide nur telefoniert haben? Ja, na schön. Wobei mir das doch ganz schön komisch vorkommt, meinte der Passant skeptisch. Ja, mein Sohn, genanntes Campphone ist ein China-Produkt. Die kommen in Asien wirklich auf die verrücktesten Ideen. Der Passant schüttelte nur den Kopf und ging von dann. Gut, dachte ich. Der Trick funktioniert doch ganz passabel. Das Foto von Emma ist mir so gut wie sicher. In diesem Moment tippte mir jemand hinten auf die Schulter. Ich zuckte kurz zusammen und drehte mich um. Sofort breitete sich ein Lächeln auf meinem Gesicht aus. Es war Emma. Hey, stammelte ich und brachte keinen anständigen Satz mehr hervor. Ich ballte meine Hände zu einer Faust, um mich sicherer zu fühlen. Na, lachte Emma, deine Haare sehen aber ziemlich wild aus. Ja, stotterte ich, ich hatte auch eine ziemlich wilde Fahrt hierher. Na, davon musst du mir gleich erzählen. Wollen wir reingehen? Fragte Emma mich. Ja, na. Just in diesem Moment rempelte mich ein Fußgänger von hinten an und meine rechte Hand, die immer noch wie eine Faust geformt war, flog ungewollt auf den linken Busen von Emma. Aua! Emma schaute empört zu mir. Warum bockst du auf meine Titte? Oh, Schweißperlen sammelten sich auf meiner Stirn, meine Ohren blühten purpurrot. Also, das sollte nur ein kleiner Knuff werden. Der Typ kam von hinten, hat mich gestoßen. Es tut mir leid. Ich wartete auf eine Antwort und hoffte, dass Date nicht schon beendet zu haben, bevor es überhaupt begonnen hatte. Aber sie fing unerwartet an zu lächeln und sagte, ist schon okay. Also dann gehen wir. Ja, gehen wir, wiederholte ich erleichtert.
Wir suchten uns einen Platz im Café und ich setzte mich gegenüber von Emma an den Tisch. Die Kellnerin kam. Was darf es zu trinken sein? Fragte sie. Ich überlegte kurz. Normalerweise hätte ich eine heiße Schokolade bestellt, da ich Kaffee nicht mag. Aber ich wollte nicht wie ein kleines Kind wirken, sondern wie ein erwachsener, reifer Mann. Also bestellte ich einen Kaffee, bitte. Schwarz. Emma schaute mich verdutzt an. Echt? Du trinkst Kaffee? Ja, natürlich. Ich bin ein erwachsener, reifer Mann, antwortete ich stolz und schaute sie mit einem verschmitzten Lächeln an. Emma blickte zur Kellnerin. Also ich hätte gern eine heiße Schokolade. Jetzt schaute ich Emma verdutzt an. Was denn? Erwidert sie auf meinen Blick. Ich liebe heiße Schokolade. Kaffee ist doch total eklig. Na toll, dachte ich und fasste mir wegen meiner eigenen Blödheit an den Kopf. Wir bekamen unsere Bestellung und ich musste bei jedem Schluck von dem bitteren schwarzen Getränk, den ich zu mir nahm, fast würgen. Na, doch nicht so lecker, was? Neckte mich Emma und nahm einen großen Schluck von ihrer heißen Schokolade zu sich. Doch, schmeckt wunderbar, log ich, nippte noch einmal ein wenig am Kaffee und versuchte dabei nicht mein Gesicht zu verziehen. Wir redeten viel, lachten und ich erzählte ihr von den Abenteuern, die ich auf dem Weg hierher erlebt hatte. Dann war der Punkt 3. Erste Berührung von meinem Ablaufplan an der Reihe. Ich berührte ihre linke Hand leicht mit meiner rechten. Ihre Haut fühlte sich weich und zart an. Wir schauten uns in die Augen und auch wenn dieser Moment vielleicht nur ein paar Sekunden gedauert hatte, fühlte er sich minutenlang an. Dann nahm ich all meinen Mut zusammen und fragte sie, du, sag mal, kennst du das ONS? Sie blickte mich skeptisch an und zog ihre Hand schnell von meiner weg. Also ich bin kein Typ für ONS, betonte sie etwas säuerlich. Wenn du nur darauf abzielst, würde ich sagen, ist das Date hiermit beendet. Ich erschrak. Wieder rannten Schweißperlen von meiner Stirn. Die Leute bei Gute Frage deuten entschieden, wirklich keine Ahnung zu haben. Schnell versuchte ich, die Situation zu retten. Ach, na Gott sei Dank, ich bin auch kein Fan von linearer Algebra. Versteht doch kein Mensch. Emma schaute mich wie ein großes Fragezeichen an. Sie hatte scheinbar keinen Plan, wovon ich redete. Ich hielt es also für eine gute Idee, das Thema zu wechseln. Gleich sollten auch schon unsere Koko-Cocktail kommen, die wir bestellt hatten. Kaum hatte ich den Satz beendet, kam auch schon die Kellnerin mit zwei großen Kokosnüssen, deren Loch jeweils ein Strohhalm steckte, um die Ecke. Sie stellte die Kokosnüsse auf den Tisch. Lass es dir schmecken, sagte ich zu Emma. Danke, du dir auch, erwiderte sie etwas halbherzig. Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um ein Foto von dir zu machen. Du, fragte ich Emma vorsichtig, Ich muss mal kurz mit meinem Klempner telefonieren. Ich habe ein Problem mit meinen Rohren. Ich wollte mal nachfragen, ob er es lösen konnte. Ja klar, solange es keine Stunde dauert, antwortete sie, verdrehte dabei allerdings genervt die Augen und eine gewisse Skepsis war darin zu sehen. Oder war es Neugierde? Es fiel mir schwer, den Blick richtig zu deuten. Ich holte meine Einwegkamera raus, hielt sie an mein Ohr und fing an zu sprechen. Hey, Mario! Ja, ich bin's nochmal. Wie schaut es mit den Rohren aus? Knips. Ah ja, super, du hast sie mit einer Feuerblume erledigt. Ich danke dir. Ciao. Sag mal, was war das denn? Emma blickte mich sauer an. Wieso, was soll sein? Fragte ich sie zurück. Glaubst du, ich bin doof oder was? Hast du gerade echt mit einer bescheuerten Einwegkamera so getan, als ob du telefonierst, nur um ein Foto von mir zu machen? Nein, ich habe wirklich telefoniert. Ach komm, hör auf. Warum fragst du mich nicht einfach? Also ich habe wirklich kein... Hör auf zu lügen. Sie fing an zu weinen. Warum müssen alle Männer immer lügen? Warum seid ihr alle gleich? Emma, es ist okay. Ich versuchte sie zu beruhigen. Nein, nichts ist okay. Emma legte eine lange Pause ein. Ich habe euer Treiben schon viel zu lange beobachtet. Jetzt ist Schluss. Ihr Weinen wurde zu einem gehässigen Lachen. Emma, ich verstehe nicht. Ich blickte angsterfüllt in ihr lachendes Gesicht. Plötzlich blickte sie mich ernst an. Endlich habe ich dich gefunden. Erst werde ich dich umbringen und deinen roten Bruder. Wingardium Leviosa! Ohne zu verstehen, was plötzlich vor sich ging, fing die Kokosnuss von Emma an zu schweben und flog dann in einer enormen Geschwindigkeit auf mich zu. Ich wich schnell zur Seite aus, schnappte mir ebenfalls meine Kokosnuss und zielte damit auf ihr Gesicht. Die Kokosnuss zerschellte an ihrem Kopf und Emma fiel mit einem Schrei zu Boden. Blut trat aus ihrem Kopf aus. Sie war tot. Nein! Schrie ich und fing an zu weinen. Ich habe sie geliebt, schrie ich nochmal. Sie war meine Auserwählte. Die Kellnerin trat um die Ecke und ließ verschockt das Tablett fallen. Ohne zu zögern, wählte sie die Nummer der Polizei. Ich blieb einfach weinend sitzen und als ich noch ein letztes Mal in das schöne Gesicht von Emma schauen wollte, blickten mich plötzlich die grauen Augen einer alten Hexe an. Die Polizisten legten mir Handschellen an und fuhren mit mir zur Polizeistation. Ich bin unschuldig, rief ich in Tränen aufgelöst.
gelöst, es war Notwehr. Ja, das sagt jeder Mörder, antwortet der Polizist etwas genervt. Ob sie unschuldig sind, entscheidet das Gericht. Plötzlich fing etwas in meiner Hosentasche an zu klingeln. Das ist mein Telefon, dürfte ich da kurz rangehen, fragte ich. Der Polizist, der neben mir saß, griff in meine Hosentasche und holte die klingelnde Einwegkamera heraus. Er schaute sie verdutzt an. Könnten Sie sie mir bitte an mein Ohr halten, fragte ich ihn. Der Polizist zögerte, tat dann aber das, was ich verlangte. Ja, hallo? Ja, hallo Mario, hier ist Luigi. Könntest du bitte aus dem Pilzkönigreich hierher kommen? Ich stecke in der Klemme. Ja, ich habe die heiße Hexe Emaya besiegt. Ja, genau, die aus der Kürbiswelt. Ja, als du die 6 goldenen Münzen eingesammelt hast, um gegen Mario zu kämpfen. Ja, wir hatten sie schon lange nicht mehr gesehen und sie muss einen Vielsafttrank genommen haben, so schön wie sie aussah. Leider bin ich dabei festgenommen worden, als ich sie aus Notwehr umgebracht habe. Hilf mir bitte. Luigi legte auf und hoffte nun, dass ihn sein Bruder Mario so schnell wie möglich retten kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Schönes Hörspiel. Deswegen habe ich auch ein paar Popcorn auf die Tische gestellt, weil ich dachte, das ist so ein bisschen Textkino heute Abend. Das war also Fridtjof Tickmeyer! Das erste Bild. Ja, ich als Der nächste junge Autor, der übrigens als Sozialarbeiter in einer Schule tätig ist, hier in der Stadt, wie ich erfahren habe. hat sich dieses Themas angenommen, nämlich Dates und Verabredungen. Begrüßt mit mir bitte Jonas Lehmann mit dem Text Eine einzige Verabredung. Nur für ihn habe ich extra diesen Tisch hier aufgebaut. Nur für ihn. Ja, ich kann nicht mehr so gut stehen. Seitdem ich ab 20 geworden bin. Die Geschichte ist so lang. Der Text heißt, wie ihr schon wisst, Eine einzige Verabredung. Henrik starrte auf den Bildschirm seines Handys. Sie hatte ihm immer noch nicht geschrieben, nur seine Nachrichten gelesen. Zuvor war es eigentlich ganz gut gelaufen. Sie hätten sich in einem Café getroffen und gelacht. Sich auf Anhieb verstanden, nicht nur einseitig. Das war deutlich. Ihre Haare hatten zu seiner Überraschung in dem gedämpften Licht der abgedunkelten Stehlampen sogar noch blonder gewirkt. Kein ausgewaschenes Blond, das schnell billig verfärbt aussehen konnte. Nein, ein vollkommen natürliches Blond, seine Lieblingshaarfarbe. Miriams symmetrisches Gesicht war ihm sofort aufgefallen. Sie benutzte gerade so viel Schminke, dass es eine dezente Verschönerung ihres Teints darstellte. Nicht um irgendwelche Unebenheiten abzudecken. Henrik hätte gerne gewusst, wie sie morgens aussah. Ungeschminkt, direkt nach dem Aufstehen. Am besten, wenn sie nebeneinander aufgewacht waren. Er wusste, es war absurd. Aber schon als er sie vor dem Eingang stehen sah, ahnte er, diese Sache könnte auf emotionale Weise kompliziert für ihn werden. Es handelte sich um die berühmten ersten Sekunden, in denen man einem Menschen begegnet, der sofort eine Faszination auslöst, welcher man sich unmöglich entziehen kann, egal wie sehr man es auch versucht. Und jetzt antwortete sie seit 2 Tagen nicht mehr. 2 quälend endlos lange Tage. Henry konnte sein Handy noch so oft aus der Tasche ziehen, es würde den Chatverlauf mit Miriam nicht ändern. Er hatte alle goldenen Regeln befolgt. Nicht so viel Text, keine übertriebenen Formulierungen. Er war sogar mit einer Frage geendet. Was sind denn so deine Pläne für die Woche? Eine Steilvorlage. Miriam hätte nur noch verwandeln müssen. Hab noch keine und du? Am Mittwoch bin ich beim Sport, Freitag gehe ich mit Freundin ins Kino, Donnerstag habe ich keine Pläne. Weiß noch nicht. Pläne? Pläne mit dir? Pläne mit uns? Willst du nicht gleich vorbeikommen? Das waren so ungefähr die Antworten, die sich Henrik erhoffte, noch bevor er die Nachricht überhaupt abgeschickt hatte. Eine Absage.
Mittlerweile wäre er sogar mit sowas wie einer Absage zufrieden gewesen. Eine Absage wäre besser als das hier. Zwei blaue Haken unter seiner Nachricht. Ein eindeutiges Zeichen, dass sie die Frage gelesen hatte. Zwei blaue Haken und die damit verbundene Ignoranz waren das Schlimmste, was einem überhaupt passieren konnte. Schlimmer als ein Korb, schlimmer als alles. Mit einem eindeutigen Signal ließ es sich besser umgehen. Er hätte endlich gewusst, woran er war. So schwebten beide Optionen noch irgendwo im Orbit herum, wie der Satellit, der diese Nachricht offensichtlich nur weitergeleitet hatte, um ihn erst in diese missliche Lage zu bringen. Henrik fühlte sich ähnlich einem Geschäftsreisenden beim Umstieg zwischen zwei Flügen, gefangen im Transit der Möglichkeiten. Henrik ging beinahe manisch in seinem Zimmer auf und ab. Seiner inneren Unruhe mittels Bewegung entgegenzutreten, funktionierte nicht wirklich. Ehrlich gesagt, es funktionierte gar nicht. Wieder der Blick auf sein Handy. Seit er auf eine Antwort von Miriam wartete, schrieben ihm alle möglichen Kontakte. Alle außer Miriam. Natürlich. Seine Enttäuschung steigerte sich zusammen mit der Absurdität dieser Situation ins schier Unendliche. Unter normalen Umständen wäre er froh über das »Hey, wie geht es dir?« eines ehemaligen Klassenkameraden gewesen, von dem er zuletzt vor 4 Jahren gehört hatte. Nun wirkte es schlicht und ergreifend wie eine Verschwörung des Universums. Jemand meinte es schlecht mit ihm. Daran bestand kein Zweifel. Am liebsten wäre er dem Klassenkameraden mit folgender Aussage begegnet. Wie es mir geht? Schlecht geht es mir. Ich warte auf die Antwort von der potenziellen Liebe meines Lebens. Weißt du, wie das ist? Noch weitere 2 Tage und ich habe bereits den Klang ihrer Stimme vergessen. Aber Henrik schrieb etwas weniger Unverfängliches. Danke, mir geht es super, Smiley. Und dir? Wohnst du noch in Münster? Lüge, mir geht's beschissen, wollte er noch hinterher senden. Henriks 2 Hauptprobleme waren seine träumerische Vorstellungskraft und dass er sich zu schnell in die Dinge hineinsteigerte, behaupteten zumindest seine Freunde. Er ging in das Badezimmer, ohne den Drang zu verspüren, überhaupt auf Toilette zu müssen. Er wusch sich die Hände und betrachtete sich im Spiegel. Sonst war er zufrieden mit seinem Gesicht. Heute kam es ihm ungenügend vor. Er kam sich ungenügend vor. Die Schulnote seines aktuellen Zustandes. Ungenügend. Jede Frau ist auf ihre Weise schön. Miriam war am schönsten. Eine Klasse für sich. Für schöne Menschen gelten andere Regeln in dieser Welt. Sehr gut und ungenügend bewerben sich auf dieselbe Stelle. Wer bekommt den Job? Henrik wusste die Antwort. Wahrscheinlich war Miriam einfach zu schön für ihn. Tatsachen musste man akzeptieren. Auch wenn es schwer fiel. Ein V lässt sich ja schließlich auch nicht mit einer Ente ein. Doch bei all diesem Pessimismus existierte in ihm weiterhin Hoffnung. Flirten war ein Spiel aus Nähe und Distanz. Zu viel von einer Sache und der gesamte Fortschritt stürzte in sich zusammen. Gleich einem Kartenhaus aus Bierdeckeln. Er sehnte sich nach dem schmierigen Tresen einer Kneipe. Es war erst 15 Uhr. Henrik ging in die Küche und schaltete den Wasserkocher ein. Abwarten und Tee trinken. Kleine Inseln aus Kalk trieben wie Eisschollen auf der Antarktis gegen den Rand seiner Tasse. Ob sich der Kalk mit zunehmenden Jahren wohl auf seine Gelenke legen und ihn zu einer Art Statue erstarren lassen würde? Henrik überlegte sich ursachlich eine Pose, die in diesem Fall einzunehmen war. Der Depp erschien ihm zu sehr 2015 für die beiden Zeigefinger und einen starren Blick. In die Luft war er zu wenig religiös, für die Denkerpose zu wenig intellektuell und für den Bodybuilder nicht muskulös genug. Blieb nicht mehr viel übrig. Vielleicht wäre eine bequeme Körperhaltung die beste Entscheidung. Schließlich konnte ihm niemand garantieren, dass es nicht anstrengend wäre, zu einer Statue zu erstarren. Flach hinlegen oder die Fötusstellung. Kein Stück heroisch, aber auf die Jahre gerechnet, wohl die beste Option. Während er zu diesem Entschluss kam, hatte er bereits wieder unterbewusst sein Handy gezückt. Es kostete ihn Überwindungskraft, Miriam nicht nochmal anzuschreiben. Henrik wollte keinesfalls zu dieser Sorte von Person werden, die so lange mit ihren Nachrichten nerven, bis sie quasi nur noch mit sich selbst texteten. Auch wenn er es bereits ungewöhnlich stark vermisste, mit ihr zu schreiben. Miriam gelang es immer, humorvoll zu formulieren, eine seltene Qualität, die jeden Austausch zu etwas Kurzweiligem machte. Antworten von ihr waren für Henrik besonders, und zwar in dem Maße besonders, dass er nie wusste, ob er sie gleich lesen
oder für später aufheben sollte. Auch wenn es faktisch seit 2 Tagen keine Antworten mehr gab. Schon war er wieder zurück, der Schwebezustand. Das bedeutete es also, in der Luft zu hängen. Um seine Sachlage besser einordnen zu können, bediente er sich der nächsten Analogie. Das Experiment mit Schrödingers Katze. Soweit sich Henrik erinnerte, hatte der Physiker die Katze zusammen mit einer Ampulle Gift und einer Zeitschaltuhr in eine Box gesperrt. Solange diese Box verschlossen blieb, war das Tier sowohl gleichzeitig als tot als auch als lebendig anzusehen. Dieses Paradoxon traf perfekt auf Miriam und ihn zu. Solange sie sich nicht bei ihm meldete, war ihr gegenseitiges Verhältnis zueinander auch tot und lebendig. Wobei er aktuell eher zu tot tendiert hätte. Letztendlich blieb ihm nur die traurige Erkenntnis, definitiv zu viele Serien zu gucken. Er hatte sich für dieses Gleichnis an einer Sitcom bedient. Das brachte ihn wiederum zurück zu Miriam. Sie hatte ihm ein paar sehr gute Serienempfehlungen gegeben. Ganz zu schweigen von Songs und Musikern. Weitere Aneinanderreihungen von Punkten, denen er letztlich nachtraute, ohne sie jemals gehabt zu haben. Anstelle von Miriam schrieb ihm sein Vater irgendwas mit Versicherung. Henrik machte sich nichts aus einer Privathaftpflicht, er machte sich etwas aus Miriam. Das konnte und wollte er seinem Vater natürlich nicht schreiben. Was hätte er auch schreiben sollen? Bis auf eine einzige Verabredung war ja bisher nichts weiter passiert. Henrik hoffte auf das Anliegen seines Vaters, nicht zu schroff reagiert zu haben. Die Organisation von bürokratischen Vorgängen war seine Art, Interesse an Henriks Leben auszudrücken. In den Augen von Eltern blieben die eigenen Kinder anscheinend für immer auf gewisse Weise unmündig. Dennoch kam Henrik Versicherung gerade so sinnlos wie überflüssig vor. Er trank den letzten Schluck Tee. In seiner Wohnung würde er niemals die nötige Ablenkung finden. So viel war sicher. Er warf sein Handy auf das Bett, zog sich die Schuhe an und ging nach draußen. Dann kam er wieder zurück, um das Handy zu holen. Er war ein Süchtiger. Nein, ein Sehnsüchtiger. Draußen schlug ihm die geballte Heiterkeit des Frühlings entgegen, die Jahreszeit des Erwachens und des Aufbruchs. Miriam hatte im Frühling Geburtstag. Er wusste bereits zu viel von ihr, um sie einfach so wieder vergessen zu können. Die meisten Leute gingen einkaufen, wenn es hieß, auf andere Gedanken zu kommen. Sinnlos Geld ausgeben hatte zweifelsohne seinen Reiz, aber Henrik war die Optik von Kleidung egal und der Weg in die Innenstadt erschien ihm zu weit. Deshalb ging er in den Supermarkt. Das Prinzip musste sich sicherlich auch auf die Bedarfe des täglichen Lebens anzuwenden sein. Henrik kaufte einen Entkalker. Seine neueste Errungenschaft brachte auch nicht den gewünschten Effekt. Immerhin hatte er damit noch eine Hand frei, um im Zweifel sein Handy zu zücken. Mit der gelben Plastikflasche im Schlepptau ging er eine Allee hinunter, die den Namen nicht verdient hatte. Es zog ihn zum Park. In Wechselwirkung mit der Natur kämen ihm seine Probleme bestimmt sehr schnell sehr nichtig vor. Zumindest war das seine Hoffnung. Im Park trabten ihm permanent Jogger entgegen. Sie wussten die milden Temperaturen definitiv sinnvoller zu nutzen. Henrik sinnierte, ob Miriam ihn ignorierte, weil er so lange keinen Sport mehr gemacht hatte. Garantiert hatte sie das sofort gespürt. Sobald man anfängt, sich gehen zu lassen, findet man nicht mehr zurück. Er trauerte seiner Form hinterher, wie ein Leistungssportler der Sein nach einem Kreuzbandriss. Sein Spaziergang führte ihn immer tiefer in den Park hinein. Auf den Wiesen saßen eine Handvoll Paare auf Decken und schoben sich gegenseitig kleine Käsewürfel in den Mund. Henrik mochte zwar keinen Käse, aber wohl die Idee, die dahinter steckt. Er hatte das Ende des Parks erreicht und war in einem kleinen Vorort gelandet. Hier gab es eine alte Klosteranlage und mehrere Teiche. Henrik ging neben dem größten Teich spazieren. Schwäne glitten majestätisch auf dem Wasser umher. Die Natur erblühte rechts und links von ihm. Wildblumen, Knospen, Bäume. Eigentlich war alles gut. Eigentlich. Henrik hatte den Teich komplett umrundet. Er setzte sich auf eine Bank. Er kam sich vor wie ein Patient in einem Sanatorium. »Es ist die Seele, Herr Doktor«, hörte er sich heiser, flüsternd sagen. Ihm fiel eine alte Werbung ein. Sie war von einer Versicherungsgesellschaft oder Werbeanbieter. Hundertprozentig wusste er es nicht mehr. Er erinnerte sich nur noch an den Inhalt. In der Werbung steigen die verschiedensten Leute in die Luft und beginnen zu schweben. Beispielsweise ein Dirigent während eines Konzerts oder ein unbeteiligter Passant inmitten eines Protests. Dazu singt ein Mädchen.
rauschen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen. Aber die Werbung und vor allem das Mädchen hatten Unrecht. Selbst die Gedanken sind nicht frei, wenn sie nur noch um ein Thema kreisen. Wer sich auch immer für dieses Lied verantwortlich zeichnete, war wohl niemals in seiner Situation gewesen. Oder hatte zumindest nicht mit Erfindung des Internets gerechnet. Obwohl sein Gemütszustand bei seinem zu erwartenden Antwortbrief sicherlich gleich gewesen wäre. Wie hielten die Menschen von damals nur jene Unsicherheit aus? Eine verunglückte Brieftaube, eine überfallene Postkutsche und mit der Aussicht auf Liebe war es dahin. Eventuell dauert die Akzeptanz des Unvermeidlichen dadurch aber auch nicht so lange. Hätte Henrik in den 80ern gelebt, wäre Miriams Anrufbeantworter wohl inzwischen längst vollgesprochen gewesen. Das ganze Spektrum an Emotionen durchsetzt mit einem peinlichen Hauch von Selbstoffenbarung. Unterbrochen vom hellen Piepen der Bandansage und abzuhören in kleinen, verträglichen Häppchen. Noch hatte Henrik widerstanden, ihn nicht geschrieben, sie nicht nochmal gefragt. Doch mit all dem verhielt es sich wie in einem französischen Film über die Probleme der Pariser Vorstadt. Zu Beginn erzählt der Protagonist dem Zuschauer eine kurze Geschichte. Ein Mann springt aus dem Fenster im letzten Stock eines Hochhauses. Während er fällt, wiederholt er immer wieder: Bis hierhin lief alles gut. Bis hierhin lief alles gut. Doch es kommt nicht auf den Fall, sondern die Landung an. Henrik stellte den Entkalker neben sich auf die Parkbank. Er nahm sein Handy. Zum 100. Mal öffnete er den gemeinsamen Chatverlauf. Zum 1000. Mal betrachtete er Miriams Profilbild. Aber zum 1. Mal seit 2 Tagen war alles anders. Unter einem Selfie im Halbschatten stand plötzlich vor 3 Punkten: Miriam schreibt. Jonas Lehmann. Eine einzige Verabredung. Okay, gut. Wir haben jetzt noch einen Text vor uns. Und da ist jetzt mal der Plan, dass wir das so machen. Frithjof wird ihn lesen, Frithjof Thegmeier. Er hat ein Gedicht geschrieben, dass er den Text beenden kann und dann einfach kann sich hierher setzen oder unauffällig zur Seite laufen. Und unsere beiden Musiker können diesen Text dann noch ein bisschen ausbauen. Weil Texte sind dazu da, zu inspirieren und können ein riesiges Universum an Musik erzeugen, wie ihr heute hier merkt. Und dann kann sich das noch ein bisschen ausbauen, weil der Text ist etwas kürzer. Oder, naja, nicht so, wie man kann sagen. Und dann können wir noch das nachklingen lassen. Und am Ende habe ich noch ein paar Ankündigungen, die müssen wir nicht vertonen extra. Aber es sind dann noch 3 Veranstaltungen für diese Woche. Für diesen Monat. Und ihr könnt dann hier noch danach in gemütlicher Runde etwas trinken und weiter sprechen und eure eigenen Texte überlegen. Und im September findet sowas vielleicht nochmal statt. Okay, dann jetzt nochmal einen herzlichen Applaus für den Text. Für den Text auch. Für Frithjof Thegmeier. Wie Frithjof geschrieben wird. Ich finde das so genial, wie der Name geschrieben wird. Frithjof. Ja, das ist richtig. Das wissen sogar manche Freunde von mir, haben mich so gemacht. Es gibt jetzt einen kleinen Umschwung von witzig und stumpf und klischeehaft zu melancholisch und kurz und ein bisschen ernster. Ihr kennt das vielleicht, wenn man zu Hause sitzt und der Regen prasselt ans Fenster. Und das hat mich irgendwie inspiriert, dann ein Gedicht zu schreiben. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist so entstanden. Und ich trage euch das jetzt mal vor. So. Sanfter Regen. Sanfter Regen prasselt leise ans unscheinbare Fensterglas. Wie ein Pianist
die Finger schwebend, sich bewegend im Takt der Melodie, die Zeit vergaß. Das Lied des sanften Regen, melancholisch angekleidet, lässt Erinnerungen erheben, voll Sehnsucht nach Gemeinsamkeit. Und blicke ich in die Dunkelheit, erhellt durch kleine Lichter, sind tanzend unterm Regenschirm zwei liebende Gesichter. Das Feuer der Liebe erleuchtet die Nacht. Ich möchte danach streben. Doch wollte ich es greifen, so ist es schon erloschen vom sanften Regen. So bleibt mir nur die Einsamkeit allein in meinen vier Wänden. Will ich finden, was sich nicht suchen lässt, müsst ich die Angst überwinden. Die Angst vor der Liebe, sie fesselt mich. Ich will mich endlich befreien. So öffne ich das Fensterglas und lasse den Regen herein. Die Tropfen ummanteln meine Haut, wie zarte Berührungen voll Wärme. Der sanfte Regen erträgt mich fort. Das Feuer der Liebe glimmt in der Ferne. Oh.